Hallo, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es. Du, Moshi, ich komme ein bisschen näher. So. Ja. Noch mehr. Hallo, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute geht es um Kokosnuss und die Kokospalme. Also ein Thema zur Begrünung der Erde sozusagen, nicht direkt was mit EM zu tun. Und es soll heute, ich bin ja immer fasziniert von verschiedenen Pflanzen, wie wertvoll die für den Menschen sind, für die Ernährung, wie gut die wachsen, was die für Vitalitäten und Stärken haben, das fasziniert mich. Und eine dieser Pflanzen, die mich sehr, sehr früh fasziniert hat, ist die Kokospalme. Und darauf erstmal einen kleinen Schluck Kokoswasser. So, gekühlt, frisch aus dem Kühlschrank. Ich habe hier den Hintergrund gewählt, ein Kokoshain. Man sieht da vielleicht noch ein kleines Haus im Hintergrund. Und wir werden nachher vielleicht auch mal rumgehen und uns noch ein paar Eindrücke von Kokospalmen direkt nehmen. Aber Kokospalmen sind also wirklich seltsame Pflanzen. Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ein Samenkorn, Moment. Ein bis zu 3 Kilogramm schweres Samenkorn zu produzieren und das einfach auf die Erde fallen zu lassen und zu hoffen, das wird schon irgendwie funktionieren. Und wie in Gottes Namen soll sowas denn funktionieren, dass sich sowas verbreitet? Wer außer den Menschen kann denn so eine Riesenfrucht durch die Gegend tragen? Und tatsächlich gibt es eine andere Kraft in der Natur, die das kann, nämlich das Wasser. Und die Kokospalme wächst gerne oder nahezu ausschließlich von der Natur her an Stränden, am Meer, an Flussläufen. Dort, wo sie von Wasser, von regelmäßigen Überschwemmungen, wo die Kokosnüsse quasi aufgesammelt werden. Und die Kokosnüsse können tatsächlich 100 Tage und mehr unbeschadet im Seewasser schwimmen. Es wurden Kokosnüsse angetrieben noch bis nach Skandinavien, wo sie natürlich nicht gewachsen sind, aber also der hat schon die Chance, sich auf der ganzen Welt zu verbreiten. Aber natürlich, sobald der Mensch gemerkt hat, und das ist ja recht naheliegend, wie wertvoll dieses große Samenkorn ist, dann hat natürlich sehr schnell der Mensch die Verbreitung dieser Frucht übernommen. Entstanden sein soll die Frucht in den melanesischen Inseln, also die Kokospalme hat ihre Heimat sozusagen auf den melanesischen Inseln. Kein Wunder, ne? Also dieses Paradies, der Strand, die Kokospalme am Strand, das ist tatsächlich der natürliche Lebensraum der Kokospalme. Dort hat sie sich entwickelt, dort kommt sie her, daran ist sie angepasst, dass sie mehr oder weniger am Strand an Flussläufen wächst, dass die hin und wieder mal Kokosnüsse weggespült werden und sie sich so verbreiten kann. Genau, also das ist faszinierend. Und die Kokosnuss ist eine unglaublich seltsame Pflanze, unglaublich, also wie gesagt, mit diesem extrem großen Samenkorn und den Anpassungen an das Wasser. Aber nicht nur das, es ist auch eine sehr, sehr wichtige Pflanze. Also 2016, vor 2 Jahren, wurden 59 Millionen Tonnen Kokosnüsse geerntet auf der Welt. 59 Millionen Tonnen, das ist schon eine Hausnummer. Und Kokosnüsse werden seit Jahrtausenden von Menschen genutzt und angebaut. 8% des Pflanzenöls, das auf der Welt produziert wird, kommt von Kokosnüssen. Also das ist auch schon, ne? Sojaöl, Rapsöl, Palmöl und dann vielleicht noch Sonnenblumenöl, aber dann kommt auch schon die Kokospalme. Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und es ist eine richtig, richtig tropische Pflanze. Und die mag absolut keine Kälte. Also die braucht wirklich, selbst im kältesten Monat im Jahr, da wo die Kokosnuss wächst, selbst im kältesten Monat darf es nicht im Durchschnitt unter 20 Grad Celsius sein. Also selbst der kälteste Monat muss einen
heißer Monat sein. Also kein Monat in Deutschland qualifiziert dafür. Ich weiß nicht, ob wir mal ab und zu im Sommer einen Monat haben, wo wir eine Durchschnittstemperatur über 20 Grad haben, aber es ist, ja, vielleicht mal den August, ne? Juli, August, wenn wir Glück haben. Aber das ist das, was das absolute Minimum ist für die Kokospalme. Wenn da ein Monat kälter ist als Durchschnittstemperatur 20 Grad, macht er nicht mehr. Temperaturen unter 10 Grad und so, dann sowieso. Und wir werden noch sehen, das hat was zu tun auch mit den Fetten, die er produziert. Der Kokosnuss hat ein einzigartiges, ja, eine einzigartige Fettzusammensetzung, Ölzusammensetzung, dieses Kokosnussöl, Kokosnussfett, das es produziert. Nämlich ein Fett, was bis 28 Grad Celsius, Kokosfett, fest ist. So ähnlich wie Butter oder Schmalz. Und das ist auch kein Wunder, denn Tiere, jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment, Tiere, Säugetiere, haben ja auch gleich warme Körper, 37 Grad Celsius. Das heißt, diese Fette, die über 28 Grad Celsius flüssig werden und damit mobil werden und im Körper transportiert werden können und ihre Aufgaben erfüllen können, diese Fette, oder in der Pflanze, diese Fette kann eigentlich ein Organismus nur dann verwenden, nutzen, wenn er regelmäßig über 30 Grad hat. Die Kokospalme macht das nicht selber, die wächst eben nur da, wo regelmäßig über 30 Grad ist, sodass die Fette der Pflanze beweglich sind und nutzbar sind. Und der Mensch und die Säugetiere machen das, indem sie sich selber heizen und deswegen auch auf die Vorteile dieser Fette zurückgreifen können, indem sie eben mit diesen stark gesättigten Fetten arbeiten. Mittelkettige gesättigte Fette. Kommen wir gleich noch zu, was das genau bedeutet. Genau. Und der Jahresdurchschnitt der Temperatur, der darf nicht unter 27 Grad Celsius sein. Also das ist schon richtig, richtig tropisch. Das ist Amazonas-Regenwald. Das ist wirklich im Wendekreis des Krebses in den tropischen, maximal noch subtropischen Gebieten, aber es muss schon richtig, richtig warm sein. Was mag das Kokosnuss noch? Da kann man ja mal ein bisschen überlegen, wenn der so immer am Fluss läuft oder am Meer wächst. Nahes Grundwasser. Die Kokosnuss ist kein Tiefenwurzler, der geht immer ins nahe Grundwasser und ist ein Flachwurzler. Und hat dann so Flachwurzeln, die sich strippenartig, wir werden das gleich nochmal mal uns eine Palme suchen, ob wir das da sehen, die sich so strippenartig 5 Meter in der Breite, 5 bis 7 Meter in der Breite ausbreiten und damit natürlich wunderbare Erosionskontrolle machen. Also wirklich ein Strippengeflecht durchzieht diese Sandböden dann, den Strandsandboden und kann natürlich dadurch auch sehr gut Strände festhalten, Sand festhalten, Erosion vermindern. Das ist auch der Grund, warum bis heute, selbst wenn man die Kokosnüsse nicht unbedingt braucht, aber es ist einfach eine ideale Pflanze, billiges Pflanzgut, einfach mal eine Kokosnuss in die Erde gesteckt oder irgendwo in einem Kokospalmenhain eine Pflanze ausgebuddelt, an den Strand gesetzt und schon hat man einen gewissen Erosionsschutz. Okay, und dann natürlich diese seltsame Wuchsart einer Palme. Und zwar ist es ja nicht wie bei unseren Bäumen, Laubbäumen, Nadelbäumen, die wir bei uns wachsen haben in Europa, dass diese Bäume klein anfangen, dünnes Zweig und dann Blätter kriegen und nach immer dicker werden und mehr Zweige und größere Krone und so. Im Grunde fängt die Kokosnuss so an, wie sie aufhört. Sie hat einen Stamm von 20 bis 30 cm Durchmesser, am Boden manchmal ein bisschen stärker, aber 20, 30 cm Durchmesser, das ist der Stamm. Und er bleibt so und er wird auch nicht dicker. Also, und dann wird das Ding nur noch höher. Dann eine Pflanze, man sieht das vielleicht schon im Hintergrund hier, dann fallen einfach, dann hat man so einen schlanken Zylinder und er wird nicht dicker und nicht, kann dünner werden, wenn er von Pilzen oder sonst was befallen wird, dann ist er manchmal schon halb abgefressen. Und dann kommt ein Blatt nach dem anderen, so ähnlich wie bei Pflücksalat oder Kohl, Pflückkohl. Und ein Blatt nach dem anderen kommt an diesen Stamm ran und der Stamm wird dabei immer länger und immer länger. Und man hätte nicht glauben sollen, dass außer Kohl und Salat es noch für einen Baum reicht, dieses Konzept, und nicht nur für einen Baum, der vielleicht mal ein paar Meter hoch wird. Nein, diese Palme wird bis zu 30 Meter hoch im Extremfalle, 20 bis 25 Meter ist normal. Und die ältesten Exemplare sind tatsächlich 120 Jahre alt. Also dafür reicht ein, wie soll ich sagen, Pflücksalat-Konzept als Wachstum, wenn man das auf die Spitze treibt, reicht dafür aus.
Er ist auch besonders angepasst, die Kokospalme, an das Seeklima, an dieses tropische, an Stürme, an des ewigen Wind vom oder Stürme von der See. Diese Blätter sind spezifisch windgängig, die eben keine große Oberfläche bieten und wo der Wind leicht durchgeht. Und der ganze Stamm, ich habe gesagt, er wird nicht dicker, das ist natürlich ein Nachteil. Er kann sich nicht im Nachhinein, wenn der Baum größer wird, irgendwie stabilisieren. Aber der Stamm ist, anders als bei unseren Hölzern, ist der außen hart und innen weich. Außen hart und innen weich. Bei uns ist es eigentlich genau andersrum. Das Kernholz ist meistens hart und außen haben wir die Wachstumsschicht hier drin, das ist weich. Also hier ist hat der außen eine harte Schicht, innen eine weiche Schicht. Und das führt dazu, dass dieser Baum extrem gut im Wind sich wiegen kann, sich biegen kann ganz und dann wieder zurückschwingen kann. Also das ermöglicht dem Kokospalme eine starke Flexibilität gegenüber diesen Seewinden, zusammen mit diesen seltsamen Blättern. Auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen, keine Zweige zu haben, sondern Blätter, die drei bis sieben Meter lang sind. Man kann das ja hier vielleicht mal abschätzen im Hintergrund. Wie sind das? 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Also die Blätter, die ich hier so sehe, sind überwiegend 4, vielleicht bis 5 Meter lang. Hängt auch von der Sorte ab. Also 3 bis 7 Meter lange Blätter. Und die Blätter bleiben, die sind eben so groß wie ein ganzer Ast bei uns, beim normalen Laub- und Nadelbaum. Und das ist aber wirklich nur ein Blatt. Und hat eben eine sehr verholzte Blattspreite, die die Stabilität gibt. Und dann gehen davon eben diese fiederförmigen Blattteile ab. Und dieses Blatt bleibt ungefähr 3 Jahre am Baum. Also man sieht das, es wird oben neu nachgebildet, das Blatt. Dann sind ungefähr immer, so eine Krone sind ungefähr mal 30 Blätter. Mehr sind es nicht. Ungefähr 30 Blätter sind zu einer Zeit an der Krone. Und wird erst eben oben rausgeschoben, neu gebildet, dann steht das eben ganz nach oben. Im zweiten Jahr sinkt es quasi in die Mitte ab, es steht ungefähr waagerecht. Im dritten Jahr zeigt das Blatt nach unten und dann stirbt es ab und fällt nach unten und die Palme ist wieder ein Stück höher geworden. Und das ist dieser Lebenszyklus dieser Blätter. Und diese Blätter sind natürlich ideal für alles Mögliche. Also die Kokospalme an sich hat ja ganz viele Nutzungsmöglichkeiten. Eine der Nutzungsmöglichkeiten sind natürlich die Kokosnüsse, aber auch die Blätter sind ideal zum Dachbauen, zum Möbelbauen, zum Hausbauen. Findet man hier viel kleine Hütten am Strand, aber auch für Matten, zum Mulchen auch. Also das ist ja immer das Problem in diesen tropischen Ländern. Wie findet man Mulchmaterial, was länger als eine Woche liegen bleibt, das nicht sofort sich abbaut extrem schnell in der Sonne und durch die starke biologische Aktivität hier. Und diese Kokospalmblätter, ich habe hier eins vor mir, die sind wirklich ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, weiß ich nicht, 2 Jahre vielleicht nicht, aber ein Jahr können die wirklich als Mulchmaterial dienen. Man legt die auf die Beete zwischen das Gemüse, sodass der Boden entsprechend geschützt ist, nicht so von der Sonne ausgetrocknet wird und so. Also wer das mal überlegt hat, in tropischen Bereichen was anzubauen, ist mit Kokospalmblättern als Mulchmaterial, wenn er das irgendwie kriegt, oder auch andere Palmblätter natürlich. Viele haben ja diese Eigenschaften. Also es ist ein ideales Mulchmaterial, was nicht sofort verschwindet, was aber den Boden schützt und dann natürlich doch mit der Zeit dann doch abgebaut wird, eben über ein Jahr. In Deutschland ist ja ungefähr der Abbau des organischen Materials nur ein Zehntel so schnell, beziehungsweise man braucht 10-mal so lang, ein typisches Laubblatt im Wald abzubauen. Ne? Das dauert in Deutschland eben ein halbes Jahr bis ein Jahr, dann ist so ein Laubblatt verrottet, wenn das eben im Herbst zu Boden fällt. Und den tropischen Bereichen, tropischen und subtropischen Bereichen, mit dem viel, viel aktiveren Bodenleben, dem viel, viel höheren Temperaturen, Feuchtigkeit, da dauert das ungefähr, Moment, jetzt nichts Falsches sagen, 2 Wochen. Also in 2 Wochen ist so ein typisches Laubblatt hier komplett abgebaut, verpilzt, von Würmern gefressen,
und entsprechend wieder dem Bodenkreislauf zugeführt. Also das ist hier das Tempo der biologischen Umsetzung, ungefähr 10-mal so schnell. Und wie ich in meinem Eukalyptus-Video ja erläutert habe, das gilt dann im Grunde auch für das Pflanzenwachstum. Also wenn man alle Stops beseitigt, sage ich mal, und wirklich alles nur auf maximales Pflanzenwachstum setzt, dann kriegt man hier wahrscheinlich ein bis zu 10-fach schnelleres, zum Beispiel Baumwachstum, als in unseren Breiten, wo wir mit Frost und Winter immer einen kompletten Stopp der Biologie haben, der mühsam im Frühjahr wieder ankommen muss, der erst, ja, also eigentlich geht es Biologie so also richtig erst schön los, wenn die Bodentemperaturen über 20 Grad haben, was wir in Deutschland ja wahrscheinlich nur höchstens mal in einem Monat im Jahr haben. Aber hier ist eben Durchschnittstemperatur 27 Grad, da ist auch der Boden 27 Grad und dann geht es entsprechend ab mit der Tempo hier, mit dem Abbautempo der organischen Materialien. Aber da hat die Kokospalme sich eben auch ein Stück weit dran angepasst. Okay, Nutzung der Kokospalme. Dann haben wir natürlich das Holz, diesen Stamm. Ja, also die Kokospalme wächst nicht so wahnsinnig schnell. Also das ist schon, die Stämme hier, die sind wahrscheinlich schon um die, also Minimum 10, eher 20 Jahre alt, 30 Jahre alt. Ne? Also der ist nicht, dass er sich beeilt, dass er so ein extremes schnelles Höhenwachstum hat oder so. Kokospalme fängt langsam an und bleibt relativ lange stehen. Eben bis zu 120 Jahre. Ertrag bringt die Kokospalme so typischerweise so 25 Jahre lang, dann 30 Jahre lang, dann ist mehr oder weniger. Kommt schon noch mal was, aber ich sag mal, ab 80 Jahre gibt es auch keine Kokosnüsse mehr. Also 30 Jahre lang Ertrag an Kokosnüssen, das ist typisch. Und je nach Art von Kokosnüssen, wie klein die sind, wie groß sie sind, wie frisch die geerntet werden, also 30 bis 50 ist typisch. 30 bis 50 von diesen 3 Kilogramm schweren Nüssen im Jahr sind drin bei einer Kokospalme. Das ist der Normalfall. Aber in sehr gut gemanagten Plantagen, in sehr gutem Klima, mit entsprechender Düngung und gutem Pflanzenmaterial und dann vor allen Dingen, wenn sie eben sehr frisch geerntet werden und nicht bis zur Vollreife hängen gelassen werden, wenn man sie eben zum Beispiel für Kokosnusswasser erntet, das zum Beispiel in Tetrapacks in Europa zu verkaufen, dann können da bis zu 150 Kokosnüsse pro Jahr von einer Palme geerntet werden. Übrigens gibt es noch einen Trick beim Anbau von Kokospalmen. Es tut mir leid, dass ich euch so viel über Brasilien und über tropische Gebiete erzähle. Ich will euch nicht neidisch machen. Oder ich will sie nicht neidisch machen, ich will sie nicht unglücklich machen, dass sie in Deutschland leben. Ich habe inzwischen einige Vorteile davon auch verstanden, warum Menschen sich überhaupt in so kalten Gegenden wie Deutschland, Skandinavien und sonst was mit Frost, mit Winter, wo man so lange Vorratshaltung betreiben muss, wo man heizen muss, wo die Pflanzen viel, viel langsamer wachsen und man viel mehr arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen eigentlich, warum die sich da angesiedelt haben. Und ein wesentlicher Grund dürfte sein, dass es zwar richtig ist, dass das Pflanzenwachstum und die Biodiversität, die Menge der Arten, die leben können, sobald da die ersten Fröste sind und tiefe Temperaturen und Winter richtig einbricht, um über 90% abnimmt. Also die Artenvielfalt in den Tropen ist 10-fach, 100-fach höher als in unseren Bereichen, in den Frostbereichen. Da wird einfach ganz, ganz viel aussortiert, die das nicht aushalten, diese Frostbarriere zu überschreiten. Das halten ganz, ganz viele Pflanzen und Tiere einfach nicht aus. Da wird ganz viel aussortiert. Der Mensch hat diese Barriere überschritten, eigentlich gehört er da nicht hin, aber aufgrund seiner Zivilisation, seiner Kultur hat er diese Bereiche erobert und es lohnte sich für ihn, diese Bereiche zu erobern, weil nicht nur die Pflanzen da einen extremen Abnahme an Biodiversität haben und dann nur noch Eichen und Buchen übrig bleiben, so ungefähr, sondern auch die Krankheiten. Also das Ausmaß an Tropenkrankheiten, das, was wir alle kennen, irgendwie Malaria, Dengue-Fieber, Gelbfieber dergleichen mehr, die dann gerne von tropischen Mücken übertragen werden. Das ist schon mal das eine. Parasiten das nächste, mit speziellen Würmern und so weiter. Da gibt es in Deutschland auch ein paar oder in unseren mitteleuropäischen Breiten auch ein paar. Aber es ist kein Vergleich zu dem, was hier unterwegs ist.
Also hier gibt es so Sachen, die bohren sich winzigste Wurmeier, die am Strand irgendwo, wo Fäkalien mal hingekommen sind vor 10 Jahren, weil kein Frost ist, sterben die eben nicht ab und sind extrem widerstandsfähig. Sind im Boden, wenn man darüber läuft mit nackten Füßen, bohren sich die in die Fußsohle, in den Fuß hinein, gehen in den Blutkreislauf, über den Blutkreislauf ins Herz, vom Herz in die Lunge. In der Lunge entwickelt sich ein nächstes Parasitenstadium, der da auch zu einer Entzündung führt, ausgehustet wird. Man schluckt den Schleim in den Magen, in den Darm. Dort siedeln sie sich dann richtig an, werden richtige Würmer, die sich dann auch fortpflanzen und neue Eier produzieren, die wir dann wieder ausscheiden und dann im Boden noch. Also 3, 4, 5 Entwicklungsstufen, super komplex, und das schaffen sie in dem, sobald da irgendwie Frost und Kälte mit dazu kommt, kriegen sie das nicht hin. Deswegen gibt es diese extrem furchterregenden Parasiten und Krankheiten, eigentlich vor allen Dingen in den Tropen. Und ein wesentlicher Vorteil für den Menschen, als er diesen Tropenbereich verlassen hat und gesagt hat, ich gehe mal in den Frostbereich, wo ich nur mit äußerster Anstrengung, Vorratshaltung und viel Kultur und Zivilisation überlebe, war, dass er dann auch 90% der Krankheiten entkommen ist. Heutzutage haben wir ja glücklicherweise die Möglichkeit, mit allen möglichen modernen medizinischen Methoden, Malaria, Medikamente, denen wir Antibiotika, Antiparasitika und einfach durch Hygiene, Abwasserbehandlung und dergleichen, dass wir auch im tropischen Bereich weniger Krankheiten haben. Aber es ist immer noch ein ganz anderer Krankheitsdruck hier. Ich habe hier immer von meinen bekannten Stories, ich hatte Dengue-Fieber, der ist an Gelbfieber gestorben. Also es ist keine Mengen, aber es ist hier ein Thema. Es ist nicht so, dass es hier gerade jetzt geht wieder eine Panik durch Brasilien mit Gelbfieber. Ob die in dem Ausmaß berechtigt ist, also spezifisch, dass man sich dagegen impfen lässt, ob das wirklich funktioniert, ob die Gelbfieber, die man mit Genuntersuchungen an Affen findet hier, ob die sich tatsächlich auf den Menschen übertragen und so. Viele Spekulationen, die dabei sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, man wird daran krank. Und das ist eine Sache, die Sie in Deutschland, der Sie entkommen, wenn Sie hier in den Tropen nicht sind. Aber es ist leider so, wenn man sich mit den schnellsten, den stärksten, für den Menschen wertvollsten Pflanzen auseinandersetzt, dann kommt man um diese extreme Produktivität in den Tropen nicht herum. Und da ist eben die Kokospalme ein ganz, ganz wichtiger Vertreter. So, großes Kreis gedreht zurück zu den Kokospalmen. Also ich will sie nicht neidisch machen, aber die tropischen Pflanzen sind einfach nochmal ein Zacken. Oder die im tropischen Bereich, wachsen, die sind einfach von ihrer Leistungsfähigkeit, allem, was irgendwie in Europa wächst, vielfach überlegen. Über den Eukalyptus habe ich schon gedreht. Kokospalme ist das nächste. Was ich definitiv auch machen werde, ist die Ölpalme. Eine super interessante Pflanze. Die Ölpalme. Und die ja viel in der Kritik steht, weil sie eben zum Teil auf Naturwaldflächen abgeholzt, Naturwaldflächen angebaut wird. Indonesien zerstört den Wald dadurch. Orang-Utan werden gefährdet. Aber ich werde mal auch meine Meinung zu der Ölpalme sagen. So, weiter geht's. 30 bis 150 Kokosnüsse im Jahr. Und was bringen die Kokosnüsse alles? Das erste, Kokosnusswasser. Das zweite, wenn ich das jetzt schön ausgetrunken habe, bis zu 1 Liter Kokosnusswasser, dann habe ich hier drin eine weiße, je nachdem wie reif die ist, schon mal so, ja, was sind das, 1-2 cm dicke Fruchtfleischschicht, eine ganz, ja, recht nahrhafte Schicht, das Kopra, das Kokosnussfleisch. Und da war ich überrascht. Ich dachte, das enthält gar nicht so viel Fett. Ich dachte, das wird im Wesentlichen eben für Kokosmehl verwendet und so. Man kann daraus Kokosmilch herstellen, Kokosmehl und das Kokosfett. Das kommt alles von diesem Kokosnussfleisch, von der Kopra. Und da erntet man übrigens pro
Kokosnusspalme 5 bis 20 Kilogramm wieder, je nach Sorte und ja, Perfektion des Anbaus. 5 bis 20 Kilogramm von diesem Cobra pro Kokosnusspalme pro Jahr. Und von diesen Cobra sind ungefähr 36% Fett. Und das im nassen Zustand, also im feuchten Zustand. Da hat man erstmal Wasser, 50%, 36% Fett. Also wenn das Wasser weg ist, hat man über 70% Fett. Das ist schon eine Hausnummer. Also ich dachte nicht, dass die Kokosnuss so fett ist, aber sie hat richtig viel Fett, das Kokosnussfleisch. Ich dachte, es wäre etwas weniger, mehr Kohlenhydrate. So, und das Fett, das heißt, von einer Kokosnusspalme kann man im Jahr 7,2 Kilogramm, also 1,8 bis 7,2 Kilogramm Fett pro Palme ernten. Okay, schon nicht schlecht. Ne? So, Kokosnussfett. Stammholz habe ich schon gesagt, Palmblätter, Kokosfaser. Diese Kokosnuss wird ja geschützt, damit sie den 30 Meter tiefen Fall überlebt. Wird ja geschützt durch eine enorm dicke und widerstandsfähige Faserhülle und dann noch mal eine extrem harte Holzhülle, also so eine Holzschale dann noch mal drum drin. Das ist das, was Sie dann im Supermarkt kennen, diese braunen Kokosnüsse, die Sie da im Supermarkt sicher mal gesehen haben. Das ist das ohne die Faserschale. Also wenn man das von den Fasern befreien würde, dann würde man diese runde Kokosnuss dabei kriegen. Und die dann getrocknet, sieht dann eben braun aus. Und diese Fasern sind eben auch für alles Mögliche verwendbar, für Matten, für Seile, für Teppich, als Dämmmaterial, als Matratzen. Kokosfaser für Dämmmaterial wird ja sehr, sehr gerne verwendet. Auch als Pflanzsubstratmaterial. Das hat jetzt auch eine Entwicklung, dass man so eine Pflanztabletten hat aus Kokosfaser, die man mit ein bisschen Dünger aufgedüngt hat. Und dann, wenn man die in Wasser legt, dann verzehnfachen die ihr Volumen und kann man da wunderschön was reinpflanzen. Okay, Kokosnusswasser ist der perfekte Drink, aber ich weiß nicht, warum hier irgendjemand Cola für, was kostet hier die Cola, 1 Euro, 2 Euro, so eine Büchse Cola, die man hier irgendwie am Strand im Kiosk kauft oder eine Büchse Bier, selbst Mineralwasser, 1 Euro die Flasche und da kriege ich für 50 Cent kriege ich hier eine Kokosnuss. Aufgeschnitten, gekühlt, mit Strohhalm, also billiger, mehr, das ist bis zum Liter Wasser drin und ja, ist ein absolutes Gesundheitsgetränk vor dem Herrn. Ob dieses Kokosnusswasser, was man in Tetrapacks erhitzt, abgefüllt in Deutschland bekommt, ob das noch so gut ist, naja, es wird auch nicht so verkehrt sein, aber natürlich aus der Kokosnuss hat es wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Qualität. Und das ist keimfrei, ne? Ist ja innen drin in der Nuss, soll ja nicht sauer werden, soll ja nicht fermentieren, da ist ja auch Zucker drin und so. Deswegen also achtet die Kokosnuss darauf, dass da keine Keime drin sind, okay. Es ist voller Mineralien, es ist leicht süßlich, es ist ein isotonisches Sportsgetränk quasi. Ne? Also wenn man Marathon läuft, sollte man immer ein paar Kokosnüsse dabei haben zum Trinken. Nee, sollte man natürlich nicht, aber es kann einem jemand von der Seite reinreichen. Beziehungsweise wenn man intensiv Sport macht. Vitamine drin. Man kann das als Infusionslösung verwenden. Das haben sie, gab es da irgendeinen Rambo-Film, wo er das mal gemacht hat oder so. Tatsächlich gibt es da, glaube ich, Anweisungen, gab es die im Vietnam- und Koreakrieg und so, dass Kokosnusswasser als Infusionslösung verwendet werden kann. Das ist eben keimfrei, es ist isotonisch, das kann man direkt ins Blut leiten, um Dehydrierung zu vermeiden, wenn man viel Blutverlust hat oder nicht genug getrunken hat. Dann, also so sauber und so ideal ist diese Kokosnusswasser zusammengesetzt. Also kann ich nur empfehlen, wenn Sie in den Tropen die Chance kriegen, sichern Sie sich Ihre tägliche Kokosnuss. Was Besseres können Sie nicht tun. Und nachdem Sie die getrunken haben, lassen Sie sich die aufschneiden und dann haben Sie drinnen nochmal 100, 200 Gramm. Je nachdem wie frisch das ist, mehr 120 Gramm, ja doch so. Kokosnussfleisch, meine Tochter liebt das, Yara futtert das so weg und hat eben dieses sehr, sehr wunderbare Fettsäurezusammensetzung. Kokosnussfett. So, kommen wir ein bisschen zum Kokosnussfett. Kokosnussfett, einen Gedanken wollte ich noch zum Anbau, genau, das habe ich vorhin, bevor ich meinen großen Kreis geschlagen habe, zum Anbau von Kokosnüssen. Wenn so eine Kokosnuss wächst,
und Kokosnüsse produziert und die fallen auf den Boden. Die meisten davon, die keimen ja wirklich direkt an der Mutterpflanze. Und dann sieht man manchmal so 3, 4 Kokosnusspalmen direkt nebeneinander wachsen. Und das ist der Kokosnusspalme offensichtlich gar nicht so unrecht. Also es gibt eine neue Methode, habe ich einen Artikel gelesen vor ein paar Jahren, im Anbau von Kokosnuss, von Kokospalmen, dass man die nicht, wie bis dahin üblich, schön 5 Meter auseinander, eine Pflanze anbaut, sondern dass man die Abstände einen Tick weitermacht, vielleicht 7 Meter, 6 Meter, und dafür 3 Kokosnusspflanzen immer an einen Ort setzt, also innerhalb von 1 Meter, 3 Meter, 3 Kokosnusspflanzen direkt nebeneinander setzt. Und das scheint diesen Kokosnusspalmen sehr gut zu gefallen, dass sie ein bisschen in Gemeinschaft wachsen, dass die Wurzeln sich vielleicht untereinander auch verbinden, so wie das ja die Buchen auch machen in Deutschland, dass sie untereinander die Wurzeln verbinden und gegenseitig sich austauschen und helfen. Das macht wahrscheinlich die Kokosnuss dabei auch. Also direkt nebeneinander 3 Pflanzen, die dann gemeinsam hochwachsen, und die können sich wunderbar sortieren. Der eine wächst da lang, der eine wächst da lang, der eine wächst da lang. Man kriegt eine viel bessere Außennutzung der Sonne, der Fläche. Man kann den Bestand der Kokosnüsse, der Kokosnusspalmen pro Fläche verdoppeln, verdreifachen mit dieser Methode. 3 immer auf einem Platz. Und dadurch natürlich auch entsprechend die Erträge erhöhen. Das an die wenigen, wenigen Kokosnusspalmen-Plantagenbesitzer, die hier zuhören. Immer 3 Kokosnüsse auf einem Platz zusammen hochwachsen lassen. Die mögen das und werden dadurch pro Flächeneinheit viel, viel produktiver. Okay, Kokosnussfett. Kokosfett, ich habe schon erzählt, also es ist gesättigt. Und warum kann die Kokosnusspalme sich so stark gesättigte Fette leisten, die eben fest bleiben bis 28 Grad Celsius, genauso wie Tierfett, wie Schmalz, genauso wie Butterfett? Oder, was sind eigentlich die wesentlichen Fette? Wenn wir uns die ganzen Pflanzenöle, Pflanzenfette ansehen, die in Deutschland zum Beispiel produziert werden, dann ist das Rapsöl flüssig. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Sonnenblumenöl flüssig und was gibt es noch? Das sind eigentlich schon die wesentlichen. Leinöl. Das sind Öle, Fette, die sind mehrfach ungesättigt. Das heißt, so ein Fettmolekül sieht ungefähr so aus, hat Triglyceride, heißt das. Ich habe jetzt nicht genau die chemische Struktur im Kopf, aber auf jeden Fall ist es eine Kohlenstoffkette, diese Glyceride, diese Fettsäure. 1, 2, 3. Das sind Fette. Und diese 3 Schwänze hier, die können ganz schön lang sein. Und die sind bei gesättigten Fetten, wenn alle Bindungen hier gesättigte Bindungen sind, immer Einfachbindungen, C, Kohlenstoffatom, 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 gesättigt mit Wasserstoff, 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 dann sind alle diese Ketten gerade, dann sind diese Anhänge hier, diese Schwänze hier gerade, und dann, wenn die gerade sind, dann verhaken die sich schön und dann ist das Fett fest bei Zimmertemperatur. Also deswegen gesättigte Fette, die diese geraden Schwänze haben, dadurch, dass alle Bindungen Einfachbindungen sind und entsprechend gesättigt sind mit Wasserstoffatomen, dann wird das gerade und verhakt sich das, dann haben wir festes Fett. Dagegen haben wir sowas wie Rapsöl und Sonnenblumenöl, da haben wir diese Omega-6-Fettsäuren und andere, die sind mehrfach ungesättigt. Das heißt, diese Schwänze hier, die biegen sich. Die biegen sich, weil sie hier verschiedene Bindungen haben, die Doppelbindungen sind, die nicht gesättigt sind, dadurch biegen die sich im Raum und dann werden die so, quasi wird das fast ein Kugelmolekül, dieses, und dann können die alle so schön gegeneinander und bleiben flüssig, selbst unter Null noch und bei niedrigen Temperaturen bleiben diese Fette flüssig. Und natürlich als Pflanze in unseren Bereichen, wo eben mal Frost kommt, wo regelmäßig unter 10 Grad sind, wo alles andere Fett fest werden würde. Dadurch, dass sie mehrfach ungesättigte Fette haben, bleiben die flüssig und bleiben für die Pflanze mobil, verwendbar. Das ist der Grund, warum wir in unseren Breiten diese ungesättigten Fette haben und hier in den tropischen Bereichen, speziell bei der Kokospalme im Extremfall, mehr gesättigte Fette haben.
Und gesättigte und ungesättigte Fette, Sie werden schon gehört haben, Mensch, die gesättigten Fette, das ist die Propaganda der letzten 40, 50 Jahre gewesen, obwohl dafür praktisch keinerlei Forschungsergebnisse zur Verfügung stehen, außer ganz, ganz, man könnte schon sagen, bösartig interpretierte Länderstudien, gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass gesättigte Fette schlecht sind. Aber das ist das, was die letzten 40, 50 Jahre erzählt wurde. Gesättigte Fette sind schlecht, meiden Sie gesättigte Fette, Butter, Schmalz, Tierfett, Kokosfett, sind auch gesättigte Fette. Meiden Sie die, die sind giftig für Sie, sind giftig für Ihr Herz, giftig für Diabetes, Kreislauf, was Sie dann alles erzählen. Und die guten wären die ungesättigten Fette. Und ich weiß nicht, wie man auf solche Idee kommt. Es gab dafür nie richtige Forschung. Es war immer eine Theorie. Es war wahrscheinlich in diesem Margarinekrieg und Fettkrieg, Butterkrieg, Margarinekrieg, Fettkrieg, den es zwischen den verschiedenen Produzenten gab, haben sich die Margarineproduzenten mehr oder weniger durchgesetzt und den Leuten erfolgreich eingeredet, dass natürliche gesättigte Fette wie Butter, wie Schmalz, wie Kokosfett, dass die problematisch wären, dass die schwierig wären. Das ist letztendlich ein ganz böses Propagandastück, so ähnlich wie die Zuckerindustrie erzählt hat, dass Zucker ja gesund ist und gut gegen Karies. Oder die Raucherindustrie, dass Zigaretten komplett unschädlich sind. Andere Geschichte. Aber der Punkt ist, das ist von vorne bis hin, es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Gesättigte Fette sind das, woraus wir selber aufgebaut sind, was wir in den Membranen haben, was wir in großer Menge in den Gehirn haben, im Herz. Also alle unsere Zellwände, unsere Membranen, unsere Haut sind zum großen Teil aus gesättigten Fetten aufgebaut, unser Fett sowieso. Und diese Fette brauchen wir für eine, diese gesättigten Fette brauchen wir für eine gute Funktionsweise unserer Körper, unserer Organe. Und jetzt fangen Sie an, diesen Körper mit massiven Mengen, mit zu wenig gesättigten Fetten und mit ganz viel ungesättigten Fetten zu füttern. Die muss er selber in gesättigte Fette umwandeln, was er überwiegend nicht kann. Also der menschliche Körper. Also das funktioniert schon mal nicht so richtig. Und dann fängt er eben an, diese mehrfach ungesättigten Fette einzubauen, die eben nicht so gerade sind und sich verhaken. Sondern so, und jetzt haben wir ein richtiges Problem. Da kommt tatsächlich Arteriosklerose. Ein gutes Teil der Arterienverkalkung kommt von ungesättigten Fetten, von Ablagerungen, von Entzündungen, die diese ungesättigten Fette fördern. Also 100% andersrum, als man es die letzten Jahrzehnte erzählt hat. Eine Ressource, eine Nachrichtenseite, eine medizinische Seite, die man da sehr gut zu lesen kann, das ist Weston Price Foundation. Weston Price, ein Zahnarzt, der das vor 80 Jahren schon so untersucht hat und festgestellt hat, wie wichtig gesättigte Fette für die Ernährung sind und auch Omega-3-Fette und so weiter. Ein breites Thema, aber ja auch die gesättigten Fette, Tierfette, aber auch Pflanzenfette. Und ein anderes Thema, wo ich da sehr viel gelernt habe, ist Mercola.com. Mercola, M-E-R-C-O-L-A, also M-E-R und Cola. Mercola.com, nicht wie noch mehr Cola, sondern das ist tatsächlich sein Name. Es gibt den Dr. Mercola, aus Chicago kommt er. Hat eine medizinische News-Webseite und Internetshop, aber macht wirklich sehr wunderbare Artikel, hat zehntausende Artikel online, medizinische Artikel über ganz viele Naturheilverfahren, Möglichkeiten der Ernährungsumstellung, Heilung und so weiter. Und man merkt immer wieder, dass er nicht so ein Ideologe ist, der einmal seine Meinung festgelegt hat und so ist es jetzt und ich lerne nichts mehr dazu, sondern er war mal Marathon-Ausdauerläufer und hat festgestellt, oh, das ist vielleicht doch nicht die beste Trainingsart und hat damit aufgehört. Er hat auch mal vegetarisch und vegan und Frutaria versucht und gelebt und ein paar Wochen, nein, das ist eine Katastrophe für seinen Stoffwechsel und so weiter. Also er hat tatsächlich, er lernt aus Fehlern, er lernt aus neuen Erfahrungen und das macht ihn so wertvoll, diese Internetseite und so offen für viele neue Sachen, aber auch eben eine wunderbare Ressource, zum Beispiel eben in diesem ganzen Thema gesättigte Fette. Okay, also gesättigte Fette sind eigentlich ein Quell der Gesundheit und gerade eben Kokosfett ganz, ganz interessant.
Und nicht nur, dass wir diese gesättigten Fette in unseren Körper einbauen und damit viel straffere Haut kriegen, zum Beispiel wunderbar gegen Zellulitis, dass wir Organe haben, Herzen, die nicht ausleiern, wo man dann neue Herzklappen braucht, sondern die sind eben stramm und stabil, sondern auch, dass diese Fette wirklich für unseren Stoffwechsel, gerade wenn der Stoffwechsel, sag ich mal, zuckerbelastet ist, mit vielen Kohlenhydraten belastet wird, dann sind gerade diese gesättigten Fette sehr, sehr interessant für die Heilung, für den Stoffwechsel, zur Entlastung des Stoffwechsels, für Diabetes, für das Prädiabetes-Syndrom, Gehirnnahrung für Alzheimer. Kann ich aber ein bisschen mal vorlesen, was da eben so alles, also tatsächlich Alzheimer, es gibt richtig Behandlungsvarianten, die sogar zu Symptomfreiheit bei Alzheimer geführt haben, wenn die Leute, wie viel waren es, ich weiß nicht mehr genau, 2, 3, 4 Esslöffel Kokosfett am Tag gegessen haben. Wenn nicht, einfach nur extra ein bisschen Kokosfett, dann isst man natürlich andere Sachen weniger. Kokosfett wird in sogenannten Ketonstoffwechsel, man erreicht dann einen anderen Stoffwechsel. Das ist nicht dieser insulingetriebene Kohlenhydratstoffwechsel, Zucker, sondern das ist dann Fettverbrennung, Fettverstoffwechselung. Und dabei entstehen Ketone, die dann zum Teil auch im Urin ausgeschieden werden, deswegen von Ketose, Ketonstoffwechsel. Der ist aber ideal für alle Diabetiker, ideal eben für Alzheimer, das offensichtlich auch da. Das Gehirn kann plötzlich wieder funktionieren. Mit Zucker kriegt ja das offensichtlich das Gehirn nicht mehr hin, weil da die Mitochondrien vielleicht geschädigt sind oder wie auch immer, da ist irgendwas blockiert. Kommt der stärker in diesen Ketonstoffwechsel, dann funktioniert das Gehirn bei vielen plötzlich wieder. Und die Symptome von Alzheimer gehen zurück. Also ein Thema auf jeden Fall, Demenz, Alzheimer. Diabetes habe ich schon gesagt, ganz wichtiges Thema. Herzkrankheiten, auch da ungesättigte Fette sind ein ganz großes Problem. Führen zu Entzündungen, führen zu Ausleierung letztendlich der Membran, der Haut, der Organe, was dann auch das Herz schädigt. Krebs, auch das ist im Zusammenhang mit einem Übermaß an ungesättigten Fetten, speziell eben diesen Omega-6-Fetten, die in unseren Pflanzenfetten sind. Also flüssige Pflanzenöle sind eigentlich für den Menschen als Ernährungsgrundlage nicht geeignet und hat man auch in der unserer europäischen Geschichte typischerweise nicht gegessen. Ne, das Lied geht nicht, backe, backe, Kuchen. Ne, Moment, wie heißt es? Willst du einen Kuchen backen, musst du haben 7 Sachen. Butter und Schmalz, okay, Zucker und Mehl und so weiter. Butter und Schmalz, also 2-mal Fett rein und nicht Rapsöl oder, gab es sowieso noch nicht so lange, oder Sonnenblumenöl oder Leinöl, sondern eben die festen Fette. Und das, wenn man sich die alten Rezepte anguckt, da wird mit Butter und Schmalz gearbeitet bis zum Abwinken. Und wenn man das auf der Weston Price Foundation mal nachliest, traditionelle Ernährung, dann versteht man auch warum. Das ist eigentlich der beste Treibstoff für den Körper. Ist das Mittel der Wahl. Und diese ungesättigten flüssigen Öle führen zu Entzündungen, führen zu Organschäden, letztendlich Ausleierung, führen zu schlechterer Funktion der ganzen Zellmembran und so weiter. Und von daher also als Massenernährung, dass man mal Hanföl als Heilmittel nehmen kann, auf jeden Fall, dass man Leinöl verwenden kann, auch hin und wieder und so weiter. Aber nicht, dass man sagt, ich kriege 30% meiner Ernährung, 40-50%, das wird ja zum Teil sogar mehr empfohlen, aus Fett. Und das soll flüssiges Fett sein. Nein, das muss das feste Fett sein. Und dann kann man noch mal ein paar Prozent sicherlich mal an Salaten, flüssiges Öl und Leinöl hier. Und Olivenöl ist so ein Mittelding. Olivenöl ist so halb gesättigt, halb nicht gesättigt. Deswegen wird es fest im Kühlschrank. Olivenöl ist schon ganz gut. Unsere Öle, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Hände weg davon. Auch nicht zum Kochen, nicht zum Backen, nicht zum Braten. Dazu nehmen Sie Kokosfett. Und dann möglichst weitgehend unbehandeltes Kokosfett. Es gibt so ein desodoriertes Kokosfett in diesen Silberwürfeln, so für 90 Cent bei Rewe, Real und so allen großen Supermärkten. Die haben so diese Silberwürfel Kokosfett, wo 100% Kokosfett draufsteht, nicht gehärtet. Das ist das Ideale. Das nehme ich für das normale Backen und Braten. Und ansonsten natürlich, wenn der Kokosgeschmack nicht stört,
kann man natürlich wunderbar das native biologische Kokosöl nehmen. Fett nehmen, das ist aber relativ teuer. Ne? Das andere, dieser Kokoswürfel, der ist relativ günstig. Also das ist eigentlich das Fett, das wir im Haushalt verwenden. Butter, Kokosfett. Und das wäre auch meine Empfehlung an Sie. Genau, das Kokosfett enthält Caprilsäure, Laurinsäure, Myristinsäure. Und das sind diese sogenannten MCT, diese mittelkettigen Triglyceride. Und es ist tatsächlich schon so weit, dass MCT in besonders reiner Form als Nahrungsergänzungsmittel in Pillenform und sonst was angeboten wird in den USA. Zum Teil ist das hier schon rübergeschwappt, weil das eben so geniale gesundheitliche Auswirkungen hat. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich machen muss. Essen Sie öfter mal Kokosnussfleisch, beziehungsweise kochen Sie und backen Sie und braten Sie mit Kokosfett, mit Butter. Je nachdem, wenn Sie das vertreten können, dann eben auch mit Schmalz. Das, wenn es gute Herkunft hat, das ist eigentlich das Fett, was geeignet ist. Und dann haben Sie davon entsprechende Mengen. Das sollte die Grundlage Ihrer Ernährung sein. Okay, also Kokosfett, ganz, ganz wertvoll. Und noch wertvoller als das Fett der Ölpalme. Zur Ölpalme werde ich nochmal was sagen. Die hat nicht ganz so ein gesättigtes Fettsäureprofil. Das ist schon, Ölpalme ist schon ein bisschen mehr an Tick, mehr an kühlere Temperaturen angepasst, ein bisschen mehr als die Kokospalme. So, okay. Und dann Thema Terra Preta. Das ist ja hier unser Terra Preta-Kanal. Was kann man denn mit einer Kokospalme mit Terra Preta machen? Und ich habe schon ausgeholt, dass Terra Preta im tropischen Bereich, ja, da kommt es ja her, da kann man es relativ schnell anlegen und wir brauchen dazu Holzkohle. Relativ große Mengen Holzkohle, 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter brauchen wir für eine typische Terra Preta. Die ersten 30 cm einer typischen Terra Preta im Amazonasgebiet enthalten 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle. Okay, und wie lange muss ich denn Kokospalmen anbauen, damit ich genug Holzmaterial habe, damit ich genug Holzkohle habe, um Terra Preta herzustellen. Und dann können wir mal sagen, was gibt es denn alles an holzigen Abfällen? Also das meiste ist ja so, dass das meiste nicht genutzt wird an holzigen Abfällen. Wir haben so viele Hütten und Häuser kann man gar nicht bauen. Und Dämmmaterial, okay, wenn man es richtig professionelle Plantage hat, dann würde man wahrscheinlich den Kokosfaser hier verwenden. Aber meistens sieht man eigentlich so in Kokosplantagen, dass das alles nur rumliegt. Was ja okay ist, da verrottet gut, es ist schon mal besser, aber ganz oft wird es alles auf einen großen Haufen gemacht und einfach verbrannt. Das ist natürlich schon mal eine Katastrophe. Völlige Verschwendung der Ressourcen. Okay, also wir haben an holzigen Abfällen die ganze Nuss eigentlich. Die Faser ist ligninreich, holzreich, dann haben wir diese Holzschale drum, dann haben wir natürlich den Holzstamm, dann haben wir diese Blätter mit diesen mega Blattspreiten, das ist ja richtiges holziges Material. Also da fällt einiges an, selbst ohne dass man den Baum fällt, fällt da schon sehr viel an holzigen Abfallmaterial an. Und wenn der Baum natürlich noch dazu kommt, der Stamm, dann wird es noch viel mehr. Dementsprechend gibt es so ungefähr einen Richtwert. Pro Quadratmeter produziert ein Kokospalmhain 1,6 Kilogramm holzige Biomasse pro Jahr. 1,6 Kilogramm holzige Biomasse pro Jahr. Neben der Kokosmilch und dem Kokosfett und allen anderen Sachen, die man nutzen kann und ernten kann. Das sind die Abfälle. 1,6 Kilogramm je Quadratmeter pro Jahr. Das entspricht bei einer Verkohlung ungefähr Faktor 4, also durch 4 geteilt. Wenn man das verkohlt, bleiben 400 Gramm Holzkohle übrig. Okay, 400 Gramm Holzkohle pro Quadratmeter pro Jahr können wir, wenn wir alle Abfälle verkohlen, und das ist, sage ich mal, in einem Erdkontiki, ich mache ein Loch in der Erde, ich mache ein kleines Feuer in dem Loch, also so ein pyramidenförmiges Loch, ruhig einen Meter tief und mehr, ich mache ein kleines Feuer unten drin, lege Schicht für Schicht die Biomasse, das Holz nach, so dass immer unten die Glut bleibt, aber oben das Holzgas verbrennt, sodass ich immer mehr Glut aufbaue. So kann ich innerhalb von wenigen, ja, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden einen Kubikmeter Holzkohle produzieren, wenn mein Loch groß genug ist und ich genug holzige Biomasse habe. Und mehr, das ist völlig skalierbar. Und zwar ohne Technik, ohne
irgendwelche Tonnen oder teure Abgastechnik oder sonst was, wenn man das im richtigen Rhythmus rauflegt, gibt es praktisch rauchfreies Feuer, wenn da genug Sauerstoff rankommt. Ne? Das Blut ist unten, das Holz verbrennt. Man kann sogar mit feuchtem Material arbeiten, wenn man das dünn genug rauflegt. Und so könnte man das ganze holzige Biomassenmaterial der Kokospalme verkohlen. 400 Gramm Holzkohle pro Jahr, und jetzt kann man schnell rechnen, innerhalb von 5 Jahren hat man 2 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter. Innerhalb von, was ist es dann, 12 Jahren hat man 5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter. Ein bisschen über 12 Jahre. Okay, also man kann hier innerhalb von wenigen Jahren auf der Fläche, ohne dass man von draußen was reinholt, dann nur das, was auf der eigenen Fläche gewachsen ist, kann man innerhalb von 12 Jahren den Boden für Jahrtausende in eine Terra Preta verwandeln. Also das ist schon eine Produktivität, die ist schon erstaunlich. Und nebenbei kann man noch davon leben, kann man das Kokosnusswasser nutzen, das Kokosnussfleisch, das Kokosnussfett, Kokosnussmehl, Kokosnussmilch und was man so alles aus der Kokosnuss, Kokosnusszucker gibt es, was man so alles aus der Kokosnuss herstellen kann. Okay, also durchaus auch interessant in der Produktivität für Terra Preta, die Kokosnuss. Jawohl. Bei uns im kühleren Mitteleuropa dauert das etwas länger. Es dauert 3 bis 5 Mal so lange. Also bei uns müssen sie 15 bis 50 Jahre warten, bis sie eine komplette Terra Preta auf der eigenen Fläche produzieren können. Also wenn sie Biomasse anbauen, holzige Biomassereste haben, zum Beispiel von einem Knick oder aus Stroh oder sonst was, das zu Kohle verwandeln und das wieder in den Boden bringen und trotzdem ernten und so weiter. Also da müssen sie 15 bis 50 Jahre rechnen. Das ist schon ein anderer Zeithorizont, ist ein bisschen anstrengender, aber auch das lohnt sich. Denn wie gesagt, danach ist es für Jahrtausende, Jahrzehntausende eine humusreiche Schwarzerde, die sehr, sehr stabil ist, die nicht schwer zu zerstören ist. Ja, das der Rundumschlag zu einer meiner Lieblingspflanzen, einem Gesundheitsbündel, die Kokospalme, ein ökologisches Wunder, wie sie übers Meer treibt und alle Strände besiedelt, da wo wir uns am wohlsten fühlen, im tropischen Strandbereich, wo wir Sonne und Meer haben. Und jetzt werde ich hier noch mal ein bisschen durch den Hain gehen und wir werden uns ein paar Kokospalmen und ein paar Blätter und so weiter anschauen und auch mal kurz an den Strand gehen, an das Meer, und damit Sie da noch ein paar Eindrücke bekommen. Geht gleich los. Ich verspreche, dass ich mich langsam bewege. Ich hatte schon Kritik, weil ich meine Kamera schnell bewege, aber ich bin ja kein Profi in Kamera halten. Mal gucken, wie das funktioniert. So. Okay, also hier war ich. Das war mein Kokospalme, diente mir auch als Videoständer, Videokameraständer. Da ist die Palme. Wir sehen die wunderschöne Krone. Hier ist ein kleiner Fluss, der verläuft. Da wachsen die gerne. Ein bisschen Nährstoffe brauchen sie auch. Sie wachsen auch gerne mit Salz. Also die können Salzwasser sehr tolerieren und mögen sogar Salzwasser zu bekommen. Also ein bisschen Salz. Also wenn man im Inland Kokospalmen anbaut, dann ist es gar nicht verkehrt, denen mal ab und zu eine Handvoll Salz runterzustreuen. Ich habe versucht hier am Strand in Bahia, ich bin in Bahia in Brasilien, in der Nähe von Ilhéus, Serra Grande, und habe hier mal versucht, einen etwas repräsentativen Kokoshain zu bekommen. Ich nehme mal an, bevor hier Posadas und Grundstücke gebaut wurden und Leute hier ihr Wochenendgrundstück haben, war das alles relativ unberührter Kokosnusshain. Jetzt werden die Kokosnüsse nicht mehr so intensiv genutzt, die stehen im Grunde noch da. Ab und zu kommt mal jemand und erntet was, aber man sieht hier auch ganz viele sehr reife Kokosnüsse, die einfach hängen bleiben. Das ist diese wunderschöne Krone des Kokosnusses. Man kennt vielleicht die Bilder, wenn da so ein richtig schöner Sturm durchfegt, wie der sich biegt und windet und wie ein stacheliger Besen, strauchiger Besen sich dann hin und her schlägt und dann aber wieder zurückgeht. Also das ist ein echtes
Sturm- und Winddesign, dass das so funktioniert. Ernte typischerweise so, dass da Männer hochklettern, die haben dann so ein Seil und also so Steighaken, Seil, mit dem sie da hochklettern und dann schneiden die eben ab, lassen die runterfallen, dann wird das geerntet. Ich habe das mal gesehen vor 2-3 Jahren und dann haben die auch gleich so eine Lösung gehabt, die sie auf die Wunden geschmiert haben, vielleicht um Pilze zu vermeiden oder so. Okay. Finden wir irgendwo, hier sehen wir überall auf dem Boden die Palmblätter, die nun ja wahrscheinlich locker liegen bleiben. Wir sehen auch überall mal Kokospalmen sitzen. Da Kokosnüsse liegen, die einfach so runterfallen, ne, und nicht anwachsen, aber viele wachsen eben auch an. Wir gucken mal hier, ob wir welche finden, die anwachsen. Das sieht doch so aus, als wenn das eine ausgewachsene, aus der Nuss ausgewachsene Kokospalme wäre. Genau, da kann man es sehr schön sehen. Da ist die Nuss schon gut verrottet. Das ist vielleicht dann nach 2-3 Jahren, nach ein, zwei Jahre, ne? Und hier ist schon mal die kleine Kokospalme. Und Kokospalmen müssen groß anfangen, ne? Deswegen wahrscheinlich auch dieser Riesensamen. Kokospalmen werden ja nicht dicker mit der Zeit. Also die bleiben so dick, wie sie am Anfang sind. Und wenn sie als zu kleines, schwächliches Pflänzlein angefangen haben, dann wird das auch kein ordentlicher Stamm mehr, ne? Deswegen müssen die mit einem Riesensamen und gleich recht großen Blättern und großer Vegetation, großen Dings anfangen. Hier ein etwas späteres Stadium einer Kokospalme. Wir sehen, der hat von Anfang an diesen fetten Stamm. Aber da gibt es noch schönere Exemplare. Oh, was für schöne Pflanzen. Ja, und irgendwann brechen die dann einfach ab, ne? Sorry. Hier. Das ist ganz typisch, dann steht dann einfach mal so ein Stamm einfach so da rum, wird einfach zu groß, hat einen Pilz angefressen, was auch immer, dann bricht er eben einfach ab. Das ist das Ende einer Kokosnuss, wenn sie abgebrochen ist. Da wächst nichts mehr unten raus, das war's dann. Ah, da im Hintergrund sieht man wunderschön einen Riesenhaufen Material. Das ist hier eine schöne junge Kokosnuss. Naja, gucken Sie von vornherein, unten ein bisschen zu dünn, ne? Der wird sich nicht mehr schön entwickeln, das wird keine große Pflanze mehr werden. Okay. Aber ich gehe mal hinten zu diesem Riesenhaufen da. Können Sie den schon sehen? Ich will nicht ganz durchlaufen, ist mir ein bisschen weit, aber das ist typisch, ne? Das wird einfach alles auf den Haufen geworfen, verrottet auf den Haufen, beziehungsweise, ich zoome mal ran. Da ist mal ein Riesenhaufen, da ist mal ein Riesenhaufen Kokosnüsse, Abfälle. Und das könnte man auch ideal verkohlen. Da kann man jetzt einen Arbeiter daneben stellen, der macht ein Loch und verkohlt das an einem Nachmittag, an einem Tag komplett zu 3 Kubikmetern, 5 Kubikmetern Holzkohle. Der Haufen, der da liegt. Kein Problem. Und man sieht da, wie viele Kokosnüsse daraus wachsen. Aus diesen Abfallhaufen. Sieht man das? Lauter kleine Kokosnüsse. Okay. Wir zoomen mal wieder raus. Und jetzt noch eine kurze Impression vom Strand. Was für ein schöner Baum. Es gab ganze Religionen, die sich um Kokosnüsse gerankt haben. Auch in den 20er Jahren, glaube ich, gab es da einen Deutschen, der nach
auf irgendwelche tropischen Inseln ausgewandert ist und da eine Kokosnussreligion gegründet hat. Und wie so oft bei diesen Sekten ist das aber mit Mord und Totschlag geendet. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, wertvolle Pflanze. Wobei ich nicht sagen würde, dass man sich ausschließlich von Kokosnüssen ernähren kann. Da gibt es genug Beispiele von tropischen Völkern, dass die trotzdem noch immer tierische Nahrung brauchen. Wussten Sie, dass es eine Kokosnusskrabbe gibt? Eine Krabbe, wie groß wird die? Das ist ein Riesending. Die wird 30-50 cm groß. Das ist ein riesen Krabbending. Ein Kokosnusskrebs. Und da gibt es bestimmte Inseln in Melanesien. Da gibt es dann bestimmte Tage. Da gibt es eine Invasion von den Kokosnusskrabben. Die kommen aus dem Meer, klettern die Kokospalmen in der Nacht hoch, kein Scherz, klettern die Kokospalmen in der Nacht hoch, schneiden die Kokosnüsse ab, klettern wieder runter, kein Scherz, schneiden die Kokosnüsse auf, essen die Kokosnüsse und werden dabei dick und rund. Und tatsächlich gibt es dann sogar die Variante, dass man die dann als Haustiere hält, mit Kokosnüssen füttert und so doll füttert, dass sie so fett werden, dass sie aus ihrem eigenen Panzer platzen und dann werden sie gegessen. Also die Kokospalme hat ihren eigenen Kokoskrebs, Kokosnusskrebs bzw. Kokoskrabbe. Ein Riesending, der tatsächlich in der Lage ist, mit seinen mega Scheren, er hat riesige, kräftige Scheren, Kokosnüsse aufzuschneiden. Guck mal, das ist ein krasser Baum, der steht ja auch direkt an dem Wasser, was natürlich relativ nährstoffreich ist. Und kann man es erkennen, mega große Kokosnüsse hat er. Also man muss sich hier auch quasi nicht so viel Gedanken machen. Man diese Kokosnüsse irgendwie zieht oder züchtet oder pflanzt, die kommen von ganz alleine und wenn man irgendwo einen haben will, dann sucht man sich eine schöne Pflanze dahin und gut ist, beziehungsweise man nimmt einfach eine frische Kokosnuss und setzt die in die Erde und dann wächst da eben von alleine Pflanze. Also hier kommt ein kleiner Fluss an. Da das Meer, Küste Bahia, das ist der Atlantik, wenn ich ein bisschen Richtung Nordosten schaue, jetzt können Sie mal winken, da ist Afrika und ganz dahinter ist noch Europa. Hallo! Das ist das natürliche Habitat der Kokosnuss, der Kokospalme. Hier fühlt sie sich wohl. Alles klar, herzlichen Dank. Also, essen Sie das richtige Fett, Kokosfett, Butter, Schmalz und trinken Sie ab und zu mal, wenn Sie in die schönen warmen Gegenden kommen, das Kokosnusswasser. Und ansonsten wünsche ich nicht zu neidisch werden, es hat seine Vorteile, in Mitteleuropa zu leben. Bis nächste Woche, vielen Dank, tschüss.